Detector online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin Moin und hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei 6 Games and Rock'n'Roll. Ich präsentiere euch heute den Centurion CN9A mit einem leicht abgewandelten Bild von einer Variante, wie er mir in den Comments vorgeschlagen wurde von Leichner. Der Kerl dürfte euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein, der hat sehr viele Lorbels am Start. Was ich persönlich ziemlich nice finde, so ist man immer mal ein bisschen abseits vom Mainstream, von den ganzen Sniper-Builds und hast du nicht gesehen. Zumal es bei diesen Lore-Builds sehr häufig Crossover-Builds gibt, also viele verschiedene Waffen, und das finde ich halt wirklich mega geil in der Regel. Es sei denn, der Build ist scheiße, aber das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, muss ich zugeben. Und dieses Mal, er hat vorgeschlagen Centurion, also den 9A mit einer Gauss Rifle, zwei Medium Laser, einer 230er oder 235er Standard Engine und so weiter und so fort. Bei mir mangelte es gerade ein bisschen an Comstar Builds und deshalb hat es nicht mehr für eine größere Engine gereicht. Deshalb bin ich anstelle von den normalen Medium Lasern auf Medium Pulse Laser gegangen und ja, Gauss Rifle halt ganz normal drinne, 30 Tonnen Munition, 3 Tonnen Munition, 30 Schuss meine ich. Und dementsprechend werde ich jetzt mal abchecken, ob dieser Build irgendwas reißen kann. Das ist mein allererster Centurion. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich schämen soll oder ob das halt so okay ist. Ich konnte mich bis jetzt noch nie so für den Mech erwärmen, aber ich habe in letzter Zeit auch vergessen, jetzt wo ich mich immer mehr so nach Crossover-Builds und sowas umgucke, ich habe irgendwie den Centurion komplett aus den Augen verloren. Ah, D5, da ist something incoming. Da, und... Piu. Ja, auf die Entfernung mit dem Large Pulse Laser, das ist auch super. Aber der Build, der ist auch interessant. Gauss Rifle und zwei Large Pulse Laser. Der hat zwar noch mal ein bisschen mehr drauf als mein kleiner Centurion, aber der Schaden hier dürfte ja nicht verkehrt sein, wenn ich erstmal nah genug ran bin. Mit der Gauss Rifle kann ich natürlich auf Entfernung schon mal ordentlich keksen. Und wenn der Gegner nah genug ran ist, zwei Medium Pulse Laser, die dürfen auch schon ihren Tribut fordern, wenn es erstmal richtig... Au, wo kam das denn her? Wenn es erstmal richtig zur Sache geht. Boom. Und boom. Danke fürs zur Seite gehen, Digga. Ja. Bis jetzt ist noch nicht so viel los, bis auf hier das übliche Sniper. Das finde ich dann ganz cool bei diesem Bild, weil man auf Entfernung schon mal ein bisschen was rumtüdeln kann und dem Gegner ein bisschen auf den Keks gehen. Da hinten haben wir, komm ich da lang mit meiner Gauss Rifle? Jawohl. Aber knapp verfehlt. Noch einen hinterher. Na, jetzt fängt er an sich zu bewegen, der Saftsack. Der hat mitgekriegt, dass er beschossen wird. Aber ich habe ja ansonsten gerade so nebenbei, während ich hier den ganzen Mist von mir gebe und darauf warte, dass mehr abgeht, nochmal eben eine kleine Info für euch. Und zwar werde ich nächste Woche Dienstag oder sowas irgendwie mich mal langsam ein bisschen in Urlaub begeben mit meiner Gattin. Oh, ihr kleinen Schweine. Ah, knapp am Ohr vorbeigeschossen, das gibt's doch nicht, ey. Ich glaube, ich sollte mal warten, bis ich näher ran bin, ansonsten habe ich meine komplette Munition schon weggesnappert. Auf jeden Fall werde ich mich bald in den Urlaub begeben, so für eine Woche oder sowas, und dementsprechend wird es nicht unbedingt richtig aktuelle Videos geben. Das ist leider über den Zeitraum des nächsten größeren Patches hinweg. Ich werde mal gucken, ob ich euch da trotzdem irgendwie die Patchnotes zukommen lassen kann. Ah. Und, ja, so, ich werde auf jeden Fall ein paar Videos vorbereiten. Jetzt habe ich gerade vor lauter Glotzen und Snipen vergessen, weiterzureden. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich euch gegebenenfalls irgendwie dort noch die Patchnotes hochbringen kann. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde mein Bestes geben. Und des Weiteren werde ich dann halt im Vorfeld schon mal gucken, dass ich so ein paar Videos am Start bringe, dass ich sie hochlade und dass sie dann mit dem Timer online gehen. In der Woche werde ich dann, oder in den 7 Tagen, die ich dann nicht verfügbar bin, werde ich... dann halt gucken, dass ich da so viele Long-Range-Missiles, dass ich euch so mit Videos versorge, aber ich werde wahrscheinlich nicht so ganz viel auf das reagieren können, was ihr schreibt, oder keine Wunschbuilds machen können oder so. Ist natürlich ein bisschen schlechtes Timing, weil in dem Patch wahrscheinlich auch wieder neue Trial-Max an den Start gehen. Aber da muss man dann halt mal mitleben. Dann werden die Trial-Max eine Woche später an den Start gehen. Also bei mir in den Videos. Aber ihr werdet auf jeden Fall entsprechend versorgt mit meinem Geteste, meinem Statement dazu. Das, was ich halt immer abgebe. Und jetzt checken wir erstmal ein bisschen im Nahkampf, ob der Ding auf was reißen kann. Denn ich habe bald die Hälfte meiner Gauss-Rifle-Munition verschossen. Und
So langsam sollte ich da mal gucken, dass ich näher rankomme, um noch mehr Schaden austeilen zu können. Da wird dick gelasert. Ja, sie flankieren. Aber ich muss mir mal eben schnell hochrennen. Ansonsten habe ich richtig schlechte Chancen. Na? Ja, das ist okay mit den Incoming Missiles. Mal gucken, der ist jetzt auf Long Range Missiles. Das könnte ja mein Glück sein. Ah, der hat auch ein paar Medium-Netze eingepackt. Au, und Short-Range Missiles. Shit. Oh, ein bisschen auf mein Bein gegangen, der fiese Sack. Oh, gar nicht mitgekriegt, dass hier ein Centurion am Start ist. Behaken wir ihn. Oh, schade. Behaken. Ich wollte gerade sagen, behaken wir ihn mal ein bisschen mit. Aber da war er dann auch schon hinüber. Und boom. Schlechtes Aiming. Da muss ich doch mal ein bisschen besser zielen. Ich habe gleich auch mein Bein verloren. Das ist noch schlechter. Ach gut, der erste Kill mit diesem Bild. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltend und unerfahren. Das ist wirklich mein erster Centurion und dieser Bild erfordert für mich dann halt erstmal relativ viel Übung. Ihr kennt es ja, wenn man was Neues ausprobiert, dass man nicht direkt am Anfang mega krass am Start, Alter. Stell dich doch mal genau in meine Feuerlinie. Boah, hör mal auf, Kollege. So, Dauerfeuer draufhalten. Und wenn der Saftsack sich jetzt mir nochmal im Weg stellt, dann halte ich einfach weiter drauf. Komm schon. So, ist ein Atlas mit ECM. Der bleibt still stehen. Was ist denn da los? Hat er aufgegeben? Disconnect? Oh, gut, für mich so kann ich vielleicht nochmal einen Kill abstauben. Meine letzte Gauss Rifle Kugel, verwende ich sie für ihn. Hier, er hat's wieder. Er sieht's darauf ab. Dass ich ihn abschieße oder was, ey? Der hat sich schon wieder so schön in den Weg gestellt. Ach, war der am Schreiben oder? Nee, das war ein anderer. Oder doch? Ach man, kein Plan. Ich bin so planlos. Das kommt davon, wenn man irgendwie einen neuen Bild gerade testet, zu dem Bild was erzählen will und auch noch erzählen will, was gerade so los ist in den kommenden Wochen. Also ihr werdet so bis Montag, Dienstag irgendwie noch Videos von mir bekommen, die auch up to date sind, in Anführungsstrichen. Und, ja, ab dann bin ich halt weg. Ich hoffe, dass ich es in der Zeit schaffe, dass mindestens jeden zweiten Tag ein Video online geht. Und wenn nicht, dann verzeiht es mir bitte. Aber ich werde danach dann ordentlich zusehen, dass ich wieder dick was nachhole. Insgesamt, der Bild ist eher interessant. Ich glaube aber tatsächlich, dass normale Medium Laser zu der Gauss Rifle besser passen. Das werde ich auch noch ein bisschen weiter ausprobieren. Aber erstmal wieder, besten Dank fürs Zugucken und oh, bis die Tage. Nee, haut weg.